Stillsitzen beim Musikhören gehört zur Etikette in Oper und Konzert, aber noch nicht sehr lange. Außerhalb des modernen Klassikbetriebs begleitet Musik wie schon in Jahrhunderten und Jahrtausenden zuvor alle möglichen Tätigkeiten. Feiern und Tanzen, Essen und Trinken, Arbeiten, früher mal Jagen, heute eher Autofahren oder Joggen. Die Air à boire et danser von Jean Bonnier verraten schon im Titel, wozu sie dienten. Zur Unterhaltung beim Trinken und Tanzen. 1636 sind sie im Notendruck erschienen, vor kurzem erstmals auf einer neuen CD des Ensembles Ratas del Viejo Mundo, zusammen mit Air de Cour, Liedern zur privaten Unterhaltung des französischen Königs und seines Hofes. Trinklieder, das klingt nach derber Wirtshausmusik. Nicht so jedoch in den Salons des französischen Adels. Dort wurde kultiviert getrunken und ebenso kultiviert gesungen. Jean Bonnier war Musiker am Hof von König Ludwig XIII. Eine Welt, wie sie uns Alexandre Dumas in seinem berühmten Roman von den drei Musketieren in buntesten Farben ausmalt. Der einflussreiche Kardinal Richelieu zieht mit seinen Intrigen im Hintergrund die Fäden, um vor allem die Königin Anna von Österreich zu diskreditieren. Die Geselligkeit am Hof war unter solchen Umständen wohl kaum recht unbeschwert. Es ging einzig darum, den Schein zu wahren. Der niedere Adel dagegen, aus dem sich die Musketiere als Garde des Königs meist rekrutierten, ließ durchaus mal 5 Grad sein und erfreute sich am Wein und einem deftigen Mahl. Zwischen diesen beiden Welten bewegen sich die Gesänge von Jean Bonnier. Die von Hofmusikern aufgeführten mehrstimmigen Air de Cour spiegeln den schönen Schein am Königshof. Die eingängigeren Air à boire sangen die Angehörigen der Pariser Hof- und Stadtgesellschaft selbst, wenn sie sich um den Tisch zum Essen und Trinken versammelten. Ratas del Viejo Mundo, übersetzt die Ratten der alten Welt, ist eines der vielen Ensembles aus Flandern, die es immer wieder schaffen, den Staub von der alten Musik zu pusten, bevor sich auch nur eine dünne Schicht darauf ansammeln kann. Der merkwürdige Name ist angelehnt an das legendäre Rat Pack, jene Combo aus Entertainern um Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin. Unterhaltung also im besten Sinne, leichtfüßig und anmutig, aber ausgeführt mit höchster Ernsthaftigkeit und Leidenschaft.